Das ist kanadische Poutine und willkommen in Kiel, Freunde. Ich besuche alle Bundesliga-Stadien, Freunde. Ja, auch zweite Bundesliga. Und bewerte dort das Essen, das Bier und die Stimmung. Viel Spaß hier heute in Kiel und ich sag mal so, heute ist All You Can Eat und All You Can Drink, Baby. Bisschen crazy, Freunde. Heute ist nicht Standard. Heute können wir mal wieder das VIP-Essen hier probieren. Ich bin sehr gespannt. Wir haben hier wirklich ganz, ganz special. Einlasskontrolle, nichts. Da haben wir gerade alles abgeholt. Da können wir heute wirklich den verrückten Scheiß testen, was es gibt. Es soll in der Halbzeit eine Merguez geben. Und da soll ich die Finger von lassen, wurde mir gestern von Kielern gesagt. Aber zuallererst werden wir jetzt mal hier am Stand, Freunde. Was holen, würde ich sagen, ne? Wir könnten auch ein Tattoo holen. Ein schönes Tattoo. Hier so unterarmmäßig Tattoo drauf. Da sehe ich mich eigentlich. Okay, wir machen eine Wette. Wenn Holstein Kiel gewinnt, dann werde ich mir dieses Tattoo auf die Stirn machen am Spiel. Und wenn wir gewinnen? Dann muss Felina das machen. Nee, dann schreist du ganz laut, ha, ho, he, nach dem Spiel. Okay, Hertha BSC. Ist ein Deal. Schalmäßig haben wir hier eine Auswahl zwischen den Schals, aber ich werde mich für den, ich nehme den klassischen mit. Wundert euch nicht, Freunde, warum ich jetzt überhaupt Schal kaufe, weil wir gegen Hertha spielen. Ich habe das letzte Mal in Magdeburg vergessen. Ich werde natürlich trotzdem immer noch, wo ich hingehe, immer einen Schal mitnehmen, der in die Sammlung mit reinkommt. Weil ich die quasi wie die Trikots, die alten jetzt sammle, außer dass ich bei jedem Spiel, wo ich war, einen Schal mitnehme. Und der Schal kostet 15 Euro, Klassiker. Das sind die Toiletten, auch sehr, sehr geil. Und hier ist quasi, also das ist quasi jetzt hier alles der VIP-Bereich, Freunde. Ihr wisst, ich bin nicht so der VIP-Typ. Hier ist aber, heute haben wir halt dieses Ticket gekriegt und deswegen werden wir es natürlich uns einverleiben. Hier ist quasi so ein extra Raum, wo man quasi so eine Bar, also es ist nicht im Stadion drin, Freunde, der VIP-Bereich, sondern der ist hier extra angebaut. Damit ihr jetzt mal versteht, was hier mit dem Stadion abgeht, kriegt ihr jetzt eine kleine Stunde übers Stadion, Holsteinstadion in Kiel, Freunde. Heute stehe ich hier vor einem richtig modernen Stadion mit ca. 15.000 Plätzen. Aber schaut mal das hier. Das ist auch genau hier, vor über 110 Jahren. Und somit zählt dieses Stadion zu den traditionsreichsten in ganz Deutschland. Und damals hieß es noch der Holsteinplatz. Nachdem Kiel 1910 deutscher Vizemeister geworden ist, wurde klar, es muss ein eigener Sportplatz her. Leider begann ja kurze Zeit später der Erste Weltkrieg. Aber nicht der zerstörte den Platz, sondern ein verdammter Tornado zerfetzte die Tribüne. Ja, ihr habt richtig gehört. Ein Tornado. What the fuck? Naja, irgendwie musste man da natürlich das Beste draus machen und sie haben neu gebaut. Danach wurde es hier für die Zeit richtig modern. Es gab die erste Umkleidekabine, Waschräume und sogar eine Wohnung für den Platzwärter. Flockige 600.000 Mark wurden dafür klar gemacht, aber ich sag mal so, ne? Wer hat, der kann. Somit passten hier dann sogar schon circa 8.000 Leute an den Platz, was echt eine beträchtliche Zahl ist. Ihr dürft nicht vergessen, wir schreiben hier gerade mal das Jahr 1923. Und wir machen jetzt nochmal einen knackigen Schritt und zwar 20 Jahre in die Zukunft. Und wer da an Geschichte aufgepasst hat, der weiß, wir sind jetzt im Zweiten Weltkrieg. Und wie auch viele andere bekamen die Kieler den doll zu spüren. Und zwar in Form von Bomben. Diese trafen den Platz und machten ihn somit unbenutzbar. Erst ganze 5 Jahre später waren die Kieler dann wieder ready und mit dem Wiederaufbau fertig von diesem Platz und hatten aber dafür hier ihr bisher modernstes Stadion. Ja klar, der Krieg hat viel zerstört, aber dadurch hat man natürlich dann auch wieder neue Sachen erbaut. Und ohne jetzt es irgendwie gut reden zu wollen, aber klar, irgendwie muss man aus der Not immer das Beste rausholen und immerhin haben sie es geschafft, was Neues zu bauen. Und jetzt wird sogar für die Zeit wieder richtig modern. Die Kieler haben richtig draufgelegt. Massageräume, Umkleiden. 3 Tribünen, die standen hier direkt am Start. Und damit haben sie sogar ihren damaligen Zuschauerrekord aufgestellt, welcher heute noch am Start ist. 30.000. Für viele mag das nicht viel klingen mit großen Stadien, aber vergleicht es mal von der Größe. Das ist ein ganz anderes Kaliber hier. Und ihr dürft natürlich nicht vergessen, damals waren die Sicherheitsmaßnahmen noch ganz anders. Da standen die Leute so im Stadion, da gab es kein Sicherheitskonzept. Rein, wer konnte. Wir springen zurück in die heutige Zeit. 80 Jahre später, schon wieder etliche Umbauten seitdem. Eine Untauglichkeitserklärung gab es hier sogar. Und trotzdem haben sie es geschafft. Wir stehen hier vor einem Zweitligastadion mit knapp 15.000 Zuschauern, wovon sogar ca. 9.000 Stehplätze sind. Was
ich persönlich ganz cool finde, das gibt so diesen geilen Vibe. In England, Holland stehen die auch immer. Da sitzt man nicht und da steht man. Sehr, sehr geil. Auch wenn ich heute leider nur einen Sitzplatz habe. Ich glaube, wir können auf jeden Fall geile Fans heute sehen. Um nochmal kurz zurückzukommen, Untauglichkeitserklärung. Was heißt das? Ganz einfach. Die DFL, die Deutsche Fußballliga, die stellt Regeln, dass da gespielt werden kann. Und wenn diese nicht eingehalten werden, dann sagen sie ganz trocken, Tschüssikowski, ist vorbei, ihr spielt hier nicht mehr. Also mussten die wieder Kohle in die Hand nehmen und nochmal renovieren, dass sie natürlich dann doch spielen konnten. Also es ist wirklich alles immer. It's all about the money. Die nächsten Umbauten stehen auch schon wieder bevor. Jetzt wird es aber richtig knaftig, was kommen soll. Sollte eigentlich schon kommen, wurde wieder verschoben. Und der soll ungefähr 50 bis 80 Millionen Euro schwer sein. Mal schauen, wann der dann wirklich kommt. Aber hier sollen dann ungefähr so 25 bis 30.000 Leute reinpassen. Kiel spielt ja auch bisher eine gute Saison. Wer weiß, was kommt. Ich wünsche euch viel Spaß weiter mit dem Vlog. So, und das sind wir jetzt hier in diesem VIP-Bereich. Und ich bin ja mit Darius hier. Und Darius hat hier quasi von unserem Management, wo ich auch drin bin, einen Tisch. Und dieser Tisch ist nicht nur irgendein Tisch, Freunde. Dieser Tisch hat ein Trinkspiel eingebaut. Wer dir eine Frage ohne Fragemeister am Ende des Satzes beantwortet, trinkt. Was ist 6 plus 4? 10 Fragemeister. So ist das. Das ist doch geisteskrank, wirklich. Also, biertechnisch sind wir hier ausgestattet mit Flensburger, Freunde. Ich habe gerade schon den ersten Schluck getrunken. Ist nicht meins, ist sehr bitter, aber Darius hat eine Weisheit für euch, die wirklich womit jedes Bier schmeckt. Nach dem 7. Bier kann man sich langsam reinfuchsen und dann kommt der Lachen. Voll schlau, einfach nur 7 Bier trinken, ist schon smart. Ich lerne hier heute an diesem Tag, dass ich alles richtig im Leben gemacht habe. In dem Sinne. Warum wurde mir gesagt, hier ist das Essen scheiße, ey? Kanadische Poutine, das wird ja geisteskrank lecker, Freunde. Und das ist quasi das Stadion. Und wo wir hier sind, ist erstmal außenrum. Das ist eigentlich ganz verrückt so. Ich dachte, das gehört schon dazu, aber das ist quasi alles außen. Hier steht auch der Kielbus. Das hat echt einen schönen Charme. Ich freue mich gleich sehr, wenn wir drinnen sind. Also, wir haben hier geholt kanadische Poutine, was auch immer Poutine ist. Wir haben irgendwas hier dabei. Wir haben auf jeden Fall Frühlingszwiebel dabei. Wir haben so eine braune Soße in die Richtung. Das sieht schon sehr, sehr krass aus. Sehr salzig, was das Weiße ist. Mozzarella, sowas in die Richtung. Diese Soße ist so eine sehr salzige, braune Soße. Aber das Geile ist, also die Portion, Freunde, ist riesig. Für 7,50 Euro. Kann man mal machen. Ist echt lecker. Ist was, was man auch selten hat. Würde ich, ist ein Stück zu salzig, sonst eine 7,5 von 10 auf jeden Fall geben. Sehr, sehr lecker. Also uns wurde gerade erklärt, das ist Originalzutaten aus Kanada. Der Käse ist kein Mozzarella. Das ist irgendein kanadischer, halbharter Schinken. Die Pommes sind selbst gemacht, auch die Soße aus Kanada. The Poutine Kitchen auf Instagram. Very nice. So, wie ist dein Name? Manuel, was tippst du? Ich glaube 2-1. 2-1 Kiel? Ja. Ah, ihr seid euch sicher, sehr schön. Was Knappes. Viel Spaß, danke. Wie ist dein Name? Max. Max und? Jannis. Nicht Moritz. Jannis. Was sagst du, wie geht's aus? 2-1 Kiel. 2-1 Kiel? 3-2 Kiel. Ihr sagt alle, Kiel gewinnt. Ja. Trifft Reza aber für Hertha? Ja. Ist ein geiler Typ, oder? Richtig ja, geiler Typ. Viel Spaß, Jungs. Genießt es. Danke, ciao, ciao. Sag, Bruder, wie geht das Spiel aus? Es wird ein knackiges 3-1 für die Herthaner, meine Freunde. Ein Tor Rese. Minimum. So, wie ist dein Name? Max, moin, klar. Max? Ja, ja. Auch nochmal Max. Ja, was sagst du, wie geht's aus? Das wird 4-2 Kiel, das ist klar. Boah, trifft Rese? Ja, lässig, 2. Ihr seid alle trotzdem Rese-Sympathisanten, ne? Rese übel cool, real. Geil. Jeder mag den hier. Viel Spaß, dankeschön, ne? Ciao, ciao. So, Freunde, wir gehen jetzt auch rein ins Stadion. Block A und E, rein da. Geschichtsstunde, Freunde. Ich bin wieder da. Holstein Kiel. Oh, was ein erfolgreicher, traditionsreicher Verein. Ihr glaubt gar nicht, wie traditionsreich Kiel ist. Ich erzähl's euch jetzt. Hättet ihr gedacht, dass die Deutscher Meister sind? Wir schreiben das Jahr 1900. 9 Männer. Allesamt Mitglied im Turnverein Kiel. Sie waren auf dem Weg nach Lübeck, um ein Fußballspiel zu bestreiten. Ja, aber wie der Name schon sagt, sie waren im Turnverein Kiel. Das war kein Fußballverein. Also gründeten sie einfach kurzerhand den Verein. Und somit entstand der Kieler Fußballverein. KF. Heute heißt der Verein ja nicht mehr Kieler Fußballverein, sondern Holstein Kiel. Der Verein wurde nämlich nochmal umbenannt, weil sie ein paar Jahre später fusioniert haben mit was anderem und heißen jetzt Kieler Sportverein in Holstein von 1900 e.V. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wir bleiben unten, denn die Kieler Jungs waren fucking erfolgreich und zwar richtig früh. Dafür, dass sie erst 2017 in die zweite Liga aufgestiegen sind, ist es kaum zu verkraften eigentlich. Hört genau hin. Hättet ihr wirklich gedacht, dass Kiel 1912 deutscher Meister geworden ist? Das ist nur einmal weniger als Hertha und einmal mehr als
als Union. Die Kieler Jungs waren, wie gesagt, früh erfolgreich, zählten zu den Besten in Deutschland. Hatten sogar drei Brüder, die allesamt gleichzeitig bei den Kielern kickten. Willi, Hans und Hugo. Mit Nachnamen Fick. Willi, Hans und Hugo Fick spielten bei denen und waren wirklich sehr erfolgreich, Freunde. Und die Kieler hatten sogar die Ehre, die Deutschen international zu vertreten. Da gab es ein Turnier, was die Baltischen Spiele hieß. Wurde in Malmö gespielt und haben sie sogar nach Hause geholt. Aber leider sollte der Erfolg nicht für immer bleiben. Denn der Erste Weltkrieg war schon der erste herbe Rückschlag für den Verein. Spieler fielen im Krieg, der Spielbetrieb wurde gestoppt. Als dann einige Jahre später der Spielbetrieb wieder fortgeführt wurde, qualifizierten sich die Kieler aber direkt wieder für die norddeutsche Meisterschaft. Kann man mal so machen. Qualifizieren ist nicht alles, ne? Wenn ihr jetzt aber gerade das erste Mal so ein Video hier von mir seht und ich erzähle ja immer sehr, sehr viel über die verschiedenen Fußballligen und so weiter und ihr versteht irgendwas nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, die Leute helfen euch bestimmt. Ansonsten schaut gerne auch mal die anderen Videos von mir an, wo ich viel darüber erzähle. Aber früher gab es unter anderem ein System, was nicht so war wie die Bundesliga. Es war eigentlich fast alles so. Und zwar wurde quasi die deutsche Meisterschaft über mehrere Parts in Deutschland ausgespielt. Es gab den Norden, es gab den Süden, es gab den Westen, es gab den alles. Und die Gewinner von denen, die besten von denen, spielen am Ende der deutschen Meisterschaft. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Es war nicht so alles wie heute mit einer Liga. Alle, die oben gespielt haben, haben das Ding entscheiden können. Hör zu! Aber genau das, dass irgendwie so viele gute Teams dadurch auch gegen schlechte gespielt haben, war scheiße für die Kieler. Ihr müsst euch vorstellen, da oben sind so viele Teams im Norden. Und nicht alle sind so gut wie Kiel oder HSV, die damals dort oben waren. Und somit sind eben Matchups zustande gekommen, die absolut uninteressant waren, wo die Kieler zum Beispiel andere hochgradig weggeklatscht haben. Es war langweilig für die Zuschauer. Also wurde es quasi rebelliert. Und es wurde die Runde der 10 gegründet im Norden. HSV war auch damals dabei. Ich habe das in dem Video nochmal besonders erklärt, wenn ihr das sehen wollt. Aber im Grunde ganz einfach. 10 gute Teams schlossen sich zusammen und gründeten eine Art eigene Liga, in der sie nur gegeneinander spielten, um den Zuschauern immer wieder was Besseres zu bieten, um natürlich auch selbst besseren Wettkampf zu haben. Lange hielt die Runde der 10 aber nicht, denn irgendwann wurde ein Kompromiss gefunden mit dem Rest von Deutschland. Aber Freunde, auch in der Runde der 10 wurde Kiel Vizemeister. Ja, und da sind wir jetzt auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg, Freunde. Mittlerweile spielten die Kieler in der höchsten deutschen Spielklasse, die Oberliga Nord. Das waren quasi 5 Ligen in Deutschland, bei denen die besten Teams am Ende um die deutsche Meisterschaft kämpften. Hier hielten sie sich auch bis zur Gründung der ersten Bundesliga durchgängig oben drin und erhofften sich dadurch natürlich auch einen Gründungsplatz in der Bundesliga, welchen sie aber leider nicht bekamen. Und somit rutschten sie gezwungenermaßen in die neu geschaffene Regionalliga Nord und schafften mal von dort aufzusteigen. Naja, immerhin hatte man ein paar Jahre später dann bessere Chancen, wieder hochzukommen, als 1974 die zweite Bundesliga gegründet wurde. Damit wollte man natürlich auch die Kluft zwischen Profi- und Amateurfußball schließen. Denn solange du nicht oben in der Bundesliga mitgespielt hast, hast du quasi Amateurfußball gespielt. Und da ist natürlich, das ist halt scheiße. Und deswegen kam die zweite Liga. Aber die zweite Liga, die war damals anders als heute. Denn die war auch aufgeteilt in oben und in unten quasi. Die ersten beiden aus den jeweiligen Teilen der zweiten Bundesliga sind direkt aufgestiegen in die erste. Die Zweitplatzierten aus den jeweiligen Teilen spielten nochmal gegeneinander und der Gewinner davon war der dritte Aufsteiger in die erste Bundesliga. Das heißt, die Chancen, die waren dann plötzlich wieder viel besser. Kleiner Spoiler, Kiel war keiner von den Glücklichen, ganz im Gegenteil, stiegen ab und hielten es verdammte 31 Saisons in der Ober- und Regionalliga aus. Das ist quasi Amateurfußball wieder. Denkt dran, Freunde, die sind damals deutscher Meister geworden und haben dann 31 Saisons Ober- und Regionalliga gespielt. Schafft es mal, einen Verein wieder nach oben zurückzuführen. Ich wollte es nur gesagt haben, kleiner Spoiler. Ihr wisst ja, sie spielen jetzt wieder in der zweiten. Trommelwirbel bitte. Dieser Mann, Markus Anfang, hat das Ende gebracht. Und zwar das Ende der dritten Liga, meine Freunde. Zweiter Platz, aufgestiegen. Oh yeah. Dieser Trainer blieb dann übrigens auch nur noch eine weitere Saison, aber das ist ein anderes Thema. Und sie sind jetzt in der zweiten Liga, Freunde. Der Verein ist über 123 Jahre alt. Hat eine deutsche Meisterschaft auf dem Buckel und spielt eine verdammt gute Saison bisher. Auch wenn sie letztes Spiel eine miese Brise hatten. Ich bin gespannt, was die Storchen heute so abreißen. Das ist übrigens, die heißen Storchen, weil damals ihr erstes Vereinsheim Storchennest hieß. Und deren Kleidung soll auch so ein bisschen an Storchen erinnern. Viel Spaß noch in Kiel, Freunde, und passt auf euch auf. Letztes Mal ist es mir hier gar nicht gut ergangen. Ich würde sagen, wir updaten euch morgen. Wir gehen jetzt mal schlafen. 15 Minuten bis zum Anpfiff. Hier ist das Stadion, Freunde. Wow, geiles 15.000er Stadion. Ist das sexy. Direkt hier mit dem Block. Man ist so nah dran, ist das grandios, Alter. Wir gehen da hoch. Der Block geht jetzt los. Es ist sehr, sehr geiles Stadion, wirklich. Und da hinten haben wir übrigens den Auswärtsblock. Wir haben sogar Cheerleader, Freunde.
Ja, selbst die Chili, da sind sogar noch richtig jung hier, Freunde. Geil, dass Kiel sowas macht hier, wirklich. Top Wetter auch hier im Norden, da kann man nichts gegen sagen, Alter. Kiel, ihr macht einiges richtig. Aber noch gar nicht meinen Tipp abgegeben, Freunde. Ich sage 3-0 Hertha, Doppelpack Tabakovic und irgendjemand anders bei Hertha noch. 3-0 wird es heute. Boah, das ist schon sexy, Alter. Mal gucken, was die Hertha-Fans heute da hinten aufgebaut haben. Aber wirklich, grandiose Plätze. Da siehst du wirklich alle Spieler. Und da unten, was knallen die jetzt nochmal? Heiligsblechle! 10 von 10. Hertha heute in Rot, Leisner als Captain, Kiel im Storchen-Outfit. Und die Kurve ist im Baba-Outfit. Alter, jetzt wird's aber schwarz da drinnen. Die kriegen doch keine Luft in der Tribüne, sage ich euch, wie es ist, Alter. Das Spiel dauert noch kurz, bis es losgeht, ey. Heilige Maria. Und da unten ist der Mann der Stunde, Fabi Rehse, Freunde. Heute am Start, wieder zu Hause in Kiel. Fabi Rehse, ursprünglich Kieler, Freunde. Deswegen hat auch gesagt, irgendwann wieder zurückkommen nach Kiel. Hoffentlich ist es noch ganz, ganz lange hin, Freunde. Sage ich euch, wie es ist. Und bevor es jetzt losgeht, Freunde, natürlich, wer das erste Tor schießt, der muss was sein Wetteinsatz macht. Das heißt, ich krieg noch ein Wassertattoo von Kiel und Darius muss hier ganz laut im Bereich schreien, hau her, der WC. Angefangen, Freunde, was ist denn da los? Jawoll! So, Freunde, Spiel läuft. Es ist sogar jetzt erst halb, also es ist alles zeitlich im Rahmen. Ey, wundert mich eigentlich, warum sind die denn so früh auf dem Platz, ey? Crazy. Freunde, Kiel, Hertha hängt auch da hinten neue Dingsbums auf. Eine neue Bande. Die hängen da auch über die Werbung quasi, hängen die ihr Hertha-Banner auf. Und genau das Problem war auch hier früher in Kiel. Da haben die Ultras vor kurzem noch gestreikt, wurde mir erzählt, Freunde. Weil die hier einfach eine zweite Werbebanne drüber angebracht haben. Und man so mit deren Banner, die da gerade anbringen, nicht gesehen haben. Und dann gab es einen riesen Streit. Das ist jetzt das erste Mal, dass wieder alles normal ist. Und Hertha hängt direkt wieder über die Werbebande auch was drüber. So ein Ding ist das. Ja, der ist gut! Und das heißt für Darius das einzig Wahre! So und nicht anders. Richtig und richtig. Oh, da freue ich mich jetzt drauf, Darius. Da freue ich mich jetzt drauf. Also die Tattoos, die brauchen wir nicht, ne? Ja, die sind jetzt... Das gibt jetzt einen Mann, der einen Job hat, ne? Macher. Guck mal, die singen schön laut da drüben. Hau, Hertha BSC. Aho, hey, Hertha BSC. Das war nicht laut, da musst du aufstehen, Darius. Ich bin so taub, Alter. Das war so laut. Da geht mehr, komm ich dir mal auf. Oh, hey, Hertha BSC. Ist das peinlich. Du Pisser. Ist das im eigenen Stadion, ist das peinlich, Darius? Ja, am Ende gewinnt der mehr Tore schießt. Und das sind wir. So, das ist jetzt hier, das Spiel läuft und das ist jetzt für mich ein guter Moment, was zu essen zu holen, Freunde. Das gibt's ja jetzt, Freunde. Die Bratwurst. Das Brötchen ist wieder die absolute letzte größte Frechheit auf Erden, die überhaupt existiert in dieser Welt. Sage ich euch, wie es ist. In dem Sinne, Freunde, probieren wir, ne? An sich nicht schlecht, ganz ehrlich. Ist aber wirklich eine klassische, langweilige 0-15 Bratwurst. Ist leider echt nicht besonders gut. Ich würde der Bratwurst wirklich nur eine 5 geben. Die ist echt nicht besonders lecker. Vielleicht sogar eher eine 4. Die ist echt sehr, sehr schwach. Ihr seht so, das Brötchen auch wirklich zerreißt sich schon. Schade eigentlich, echt sehr, sehr schade. Aber, Freunde, am Ende entscheidet nicht die Wurst, wer gewinnt, sondern wer der Bessere ist. Und wisst ihr, wer der Allerbeste auf dem Platz ist? Der geilste Hertaner, finde ich einfach wirklich, der ist der Kapitän. Das ist der Mann mit der Glatze, Toni Leisner. Er hat halt jetzt hier einen Freischuss, aber ich glaube nicht, was passiert. Der Mann ist einfach wirklich eine sexy Maschine, ey. Und guck mal, der Aussetzblock, das ist ganz geil, was sie sich da eingerichtet haben. Richtig so. Die haben da oben noch so diese Hertha-Fahne mit rangebracht. Das ist schon cool, ey. Das ist schon richtig cool gemacht. Wollen wir einfach mal kurz einen Blick hier. Mal gucken, was wird hier. Ja. Oh, Halsmaul! Ah, das war Volleyball, Digga. Wie der den pariert hat, das war Volleyball. Darius, ich mache mir gleich aus Mitleid so ein Tattoo. Das ist ein tragisches Tor, wirklich. Wow. Sehr, sehr geil. Hertha hat einfach eine Choreo gemeinsam mit Kiel auf die Beine gestellt. Fußball gehört den Fans und nicht den Investoren. 777 lässt grüßen, Baby Boy. Boy, girl, and anything else on the world. You can do whatever you want to be, man. Pride for the gride. Und da haben wir es auch schon Halbzeit, Freunde. Die Masse geht rein, der Block bleibt natürlich. Wir bewegen uns auch noch drin wieder, ne? Und testen jetzt mal, was es drin zu essen gibt, Freunde. Ja, und hier in diesem Bereich haben wir auf jeden Fall auch
Salatbar. Das sieht mir sehr nach der umwobenen Chorizo aus. Eine Getränkebar, wo Darius auf jeden Fall am Ackern ist. Sehr schön. Die Firma Dank. Und wir haben Wurst. Ja gut, dann probieren wir mal die Chorizo, Freunde. Ich habe mir Jalapenos noch drauf gemacht. Das Brot sieht interessant aus. Es ist so ein bisschen braun. Das ist eigentlich ganz geil. Das sieht sehr, sehr lecker aus. Ja. Sie ist sehr hart. Also es hat nichts von einer Chorizo, es hat eher sowas von einer Knacker in alt und hart. Es ist besser als die Wurst draußen, aber den Chorizo kann man das nicht nennen auf jeden Fall. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie man den Lachs nennen kann. Aber es ist halt maximal auch so eine 5 von 10 tatsächlich. Also vielleicht auch eine 6, aber es ist eher schon eine Boden... Es ist so hart, die ist wirklich richtig hart. Die ist so... Komisch. Wir testen mal die Currywurst, die tatsächlich vegan ist. Ich bin sehr gespannt. Oh, die ist gar nicht so schlecht. Hat halt nichts mit einer Currywurst zu tun, aber ist irgendwie lecker. Ich glaube, man kann das auch so ein kleines bisschen sehen, wenn man drauf guckt, so mit den Kräutern. Ist halt eine vegane Currywurst, so irgendwie. Dafür ist sie tatsächlich, würde ich sagen, eine 6 von 10. Von der Konsistenz erinnert mich an so einen, wie heißen diese Klöße? Klößeartige Konsistenz, wie so ein Gemüsekloß. Also kein klassischer Kloß, wie so ein zu harter Kloß, ein bisschen mehlig, ein bisschen... Ist trotzdem okay. Ja. Ey, und so schnell ist es mir auch passiert, Freunde. Ich lässt immer über die Leute, die nach dem VIP nicht direkt rauskommen. Ich hab eine Sache gegessen, zwei Sachen gegessen. Das Spiel läuft schon wieder, fuck. Jetzt spielt übrigens Kiel auf das Tor. Ich hoffe, dass wir kein Tor mehr aus der Nähe sehen, Freunde. Ich hoffe, dass wir kein Tor mehr aus der Nähe sehen, Freunde. Ich will nur das hier aus der Nähe sehen. Das und nach dem Spiel noch was zu essen, inshallah. Gerade eben noch ein Gespräch, als er auf Toilette war mit jemandem. Ja, ja, Kiel kommt ja gerne zurück, rutscht dann, ich sag's dir heute nicht. Und direkt knallen die Bude rein, ey. Das ist bodenlos, wirklich. Das ist sehr, sehr bodenlos. Ich sag's gerade noch wirklich. 55. Minute, Alter. Kannst du da wirklich keinem erzählen. Immerhin haben wir das erste Tor geschossen und ein Spiel geht 90 Minuten, Freunde, das sage ich euch. Und ein Spiel geht 90 Minuten, Freunde, das sage ich euch. Ja, und die Anzeige zeigt auch noch 3 zu 2 und ist das asozial, Alter. Was ist das denn? Was soll denn die Scheiße? Geile Choreo von Hertha. Fankulturen respektieren, Zaunfahren beibehalten. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe mit den Zäunen. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Und das gefällt mir gar nicht, was da jetzt abgeht, wirklich. Es ist asozial. Ja, das ist Holstein Kiel. Ich wollte mir gerade noch was zu essen holen. Wir haben sie jetzt 79, sie haben nur noch Bratwurst. Ich wollte mir noch eine Currywurst holen, eine Frikadelle, alles leer. Vielleicht kriegen wir noch was vor dem Stadion gleich. Aber es ist alles leer, meine Freunde. Hier im Norden ist halt ab der 80. Zamdüster, ne? Das ist doch Quatsch, ist das! Was? Schwalbe! Gelb für Schwalbe! So kann man nicht gewinnen, mein Junge! So ein Unfaires hier, du! Schämt euch was! Aha, doch Elfmeter! Schiri guckt, Schiri hört. Schiri hört, Freunde. Schiri hört, doch Elfmeter, ich höre das. Köln hat angerufen. Ja! Und ein Spiel geht 90 Minuten, Freunde, das sage ich euch. Entschuldigung. Komm schon. Das ist doch unglaublich!
Ein paar Sekunden später. Elfmeter! Was ist das denn? Fabi Rehse! Fabi Rehse! Von Rehse auch noch! Von Rehse! Von Fabi Rehse! Der trifft ein Tor, ein Schuss, die Bayern. Oh mein Gott! Guck auf das Video! Ja. Blindes Auge. Raus, raus! Hand, oder? Das sah sehr nach Hand, das hat sich voller Hand angehört. Schieß! 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 Ach, oh Kacke! Ach, oh Kacke! Alter, mit einem halben Spiel haben wir wirklich die Nerven gekostet. Sag ich, wie es ist. Schau mal, dass wir jetzt noch hier noch was zu essen oder sowas kriegen. Ey. Also hier, das ist schon geil. Die haben ja einfach so einen Wagen. Wie so ein alter Zugwagen. Das ist schon geil, wo es dann noch Getränke gibt. Also wir sind jetzt noch mal bei dem Stand. Wir nehmen für Darius jetzt noch was mit nach dem Sieg. Da freut er sich. Okay, wir schenken es ihm jetzt. Darius, ich hab dir noch ein kleines Fanfreundschaftsgeschenk besorgt. Okay. Hier, eine schöne Mütze. Du bist so ein echter Storch jetzt, oder? Ein Bild für Götter, wirklich. Immerhin haben wir das erste Tor geschossen. Ja, da sehe ich es. Dreh dich mal einmal. Schön. 3:2. Ah, vor dem Spiel, guck mal, hier sieht man, was es gibt. In der Pause ein Chorizo, ja. Und nach dem Spiel gibt es nochmal alles Mögliche, ey. Boah, ich sehe mich beim Rosa 15, meine Freunde. Ui, ui, mit Zwiebel hier an der Seite, ey. Das ist hier Fine Dining, so, da musst du halt einfach schon mindestens 500 Euro im Monat verdienen, um dir das leisten zu können. Ja, das kann nicht jeder. Oh, je ne sais pas. Das ist krass. Es ist echt richtig krass. Es ist voll ultra lecker. Vor allem mit diesen Zwiebeln drauf. Es ist ultra krass lecker. Das ist ja ein Trevier sein Onkel, ey. Wow, das ist, guck mal, wie rosa der Bums ist. Mega lecker. Wirklich. Très bien. Mindestens die 1000 Euro fürs Ticket wert. Mein Spaß. Wir haben, Freunde, ein Rotzungenröllchen von der roten Zunge. Sieht lecker. Das ist getrocknete Tomate. Ich dachte schon, das wäre die Rotzunge, weil die ja rot ist. Mit bisschen allem, ne? So wie das die exquisite Bande nun mal so ist. In dem Sinne, Benediktum, Benedaktum. Schmeckt aber wie so ein Fisch, wenn du so eine Dose öffnest und so ein Fisch draus isst. So schmeckt es, wie so ein Rollmops, finde ich.